willkommen, abonnieren, kommentieren, liken, macht all den Scheiß bitte. Danke! Und wir machen jetzt einfach mal hacken. Einfach mal korrekt hacken. Wo ist Folgen? Ist das der Kerl da drüben? Folgen. Ich bin gar. Und du? Okay, ich bin Gaben, Digga. Ja, AFK-Schürfer, Bruder, du musst halt pissen. Manchmal ist das so. Auch nur ein Mensch. Stahlratten sind cool, wenn man sie als Stahlratten nutzt, um andere Leute auszubremsen. RP original so passiert. Was weird, aber funny. Das ist witzig. Ja, dieser Stream gehört nun uns. Wo er weg ist. Ja, alles klar, Manu. Geht klar, Bruder. Nee, ist in Ordnung. Jetzt denkt sich Folgen so, was ein Hurensohn, ey. Der hat mich jetzt voll warten lassen. Tut mir leid, Folgen. Wenn du das siehst, sorry, Digga. Ich bin Folgen. Ich sehe, dass ihr neu seid. Neue Gesichter kann ich mir schlecht merken. Gama ist ja also. Ja, genau. Oh, Junge! Kuss auf die Nuss, Arthur oder Antor oder was auch immer dein Name war, mein Bruder. Ehrenmann. Ja, ich genau. Weil mich wollten. Sicher wirst du mich noch öfter in der Mine sehen. Hey, wie heißt denn der Junge noch gleich? Antor. PM11. Danke für den Teach. Kuss auf dein Leben, Junge. Ein Haufen Äpfel in den Arm reicht den Arbeiter an davon. Ihr, bitteschön. Mir greift sich einen Apfel. Nein. Einfach mal haken, Steinriese zu Boden. Das ist der Content, für den wir doch hier sind, oder Leute? Aber ein bisschen in der Mine knechten. Aber das Ding ist, das wird gar nicht so lange dauern, weil man hat ja die Ausdauer und so und irgendwann kann man nicht mehr knechten. Alles chillig. Deswegen, ja, alles cool. Ja, aber Ehrenmann, dass er uns unterrichtet. Zwischen Level 8 in Schürfen. Junge, ich bin aber der heftigste Mensch der Welt. Aber ja. Volken. Ihr werdet mich weniger auf den Minen sehen. Ja, ich am Schnauze. Eigentlich bin ich recht sesshaft in der Rüstungsschwere der Stadt. Und ausnahmsweise gehe ich mal draus. Ihr seid also. Jetzt wo ich weiß, dass er einen Rang hat, sieht sich hier natürlich. Rüstungsbauer. Richtiger Beruf. Was bringt euch denn dazu, uns heute zu begleiten und zu knechten wie ein Tier? Das 1 und 2 ist wie beim Telefon. Hä, Digga? Minen werden radikal gemieden. Ja, wir wollen ja einen guten, ne? Wir wollen ja hier gut auffallen bei den Soldaten, deswegen gönnen wir uns. Weil jetzt hast du, glaube ich, der zweite Schlagart. Oder Level 10. Ah ja. Dann gibt es Kombos. Jetzt kommt es 1 und 2 beim Telefon, ja, okay. Ja, ich dachte mir schon, dass wir noch irgendwelche anderen Skills bekommen an der Schärferei, aber bis dahin dauert es ja noch 3000 Jahre. Also wäre schon krass, wenn wir in dieser Session jetzt Level 10 erreichen und schürfen. Das wäre toll. Beim letzten Mal haben wir ja schon einige Stufen direkt bekommen. Also könnte das ja durchaus sein. Ah ja, mal sehen. Wir werden analysieren. Wir machen mal einen chilligen hier. Ich lehne mich mal zurück, während der Arbeiter knechtet wie ein Tier. Sagt laut in der Mine. Ihr macht das alle wirklich prima, immer nur weiter so. Johannes ist so ein witziger Charakter.
Immer nur weiter so. Tippitoppi Suppi. Was eine Edelfrau. Mal durch Stein zu ballern mit so einer Hacke muss richtig anstrengend sein, Alter. Würde, falls Gam hinsieht, mit der Hand stolz seine Schöpferhose postieren. Das hier ist die Arbeitsteile, die wir ebenfalls herstellen. Eine dicke Lederhose mit Feldrobberplatten als Schienen für die Knie. Er blickt kurz zu Volkern, als er von seiner Arbeit, also als er von seiner Arbeitskleidung spricht. Er nickt einige Male mit ernster Miene, versteht ihr, weil wir sind in der Mine. Nicht schlecht. Wie teuer ist denn so eine Hose bei euch? Sag mal, wie viel Eri? Logan direkt Garage quittet, Alter. Ja, wir sind 36 Leute, das ist ganz gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. 600 Taler. Ich bin aber stark am Überlegen, den Preis runterzugehen. Junge, 600 Taler. Wir haben 50 Euro in der Tasche, der redet von 600. Verkauft sich die Hose nicht gut. Ja, schon stinken. Was denn hier so reinzuknechten? Junge, Level 9, Alter. Von der heftigste Mensch der Welt. Geil, ey. Ja, würden wir auch stinken, den Minen zu knechten. Auf der anderen Seite, Digga, wenn du sonst gar keine Option hast. Okay, Garm hätte jetzt auch mit Alistair losziehen können. Und Bäume ficken können. Aber das ist ja ein bisschen kontra, ne? Wenn wir bei den Soldaten irgendwie Präsenz zeigen wollen, dann sollten wir hier hinkommen. Im Sumpf gibt's gleich Bau-EP. Oh, das ist aber schön für den Sumpf. Ach, ganz ehrlich, Alter. Bau-EP, disgusting. Dafür schlich ich jetzt mit alles da. Ey, gönn dir. Außer für das Schürfen sieht das keiner an. Alle wollen gute Kleidung für die Stadt. Dafür ist die Schneiderei wichtiger. Ich glaube, passende Arbeitskleidung ist nur ein guter Zusatz, falls man genug Silber übrig hat. Bei den meisten ist das im Moment nicht der Fall. Schützräder. Ich muss gucken, wo er bleibt. Steht hier auch Rüstung für die Stadtwache, ja? Für das Regiment? Bei Minengeld mache ich nebenbei wohl etwas Werbung für die Hose. Gerissen. Ja, genieß dein Ball, Perines! Ich sauer. Danke, du Arsch. Dann wirst du dir wohl deine Rüstung woanders holen müssen. Du Arsch. Oder deine Waffe? Wieso, was sagt er? Ach, Stone. Einfach ein Edelmann. Aber ich wusste voll lange nicht, dass Stone in Gothic 1 die Erzrüstung verbessern kann. So, ich war ja dann schon öfter im Lager. Spoiler, ne, nachdem sie dich verraten haben. Und hab die getötet, aber ich habe ihn halt in den Kerker nicht gefunden und dachte mir so, ja, okay, never mind. Wo ist das mein First Try? Voll krass.
Ich habe das erst bei meinem letzten Durchspielen irgendwie mitbekommen. Fand ich richtig krass. Ja. Ich habe auch richtig Bock, wieder Gothic 1 zu game, Leute. Gothic 1 sollten wir auch game. Ah, oh, Junge, Alter, Stone ist halt stoned. Ich raste gleich aus, ey. Gehen wir nicht dafür ins alte Lager zurück und tötet Gomez? Yo, Kyodrick, das mach man. Du musst Gomez, glaube ich, nicht unbedingt töten. Aber Stone ist halt im Kerker. Und du musst ihn da rausholen. Ich weiß gar nicht, ob man den Gomez-Schlüssel dafür braucht oder nicht, tatsächlich. Aber man muss auf jeden Fall ins alte Lager gehen, nachdem sie dich verraten haben und sich das schnappen. Ich mach das für die Rache meiner gefallenen Brüder des Feuers. Ja, Digga, immer. Ja, allerdings bin ich im Moment dabei, für die Stadtwachenrüstung herzustellen. Der Unterschied ist, dass die Bürgerrüstung eigentlich alle aus verschiedenen Ledern, beispielsweise Feldräuberplatten, bestehen. Das Regiment hingegen benutzt den Rang eines Gefreiten bereits Kettenhemden. Und ab dem Rang eines Fähnrichs werden auch schon die komplizierten Panzerplatten aus Stahl hinzugefügt. Hm. Klingt nach verdammt viel Arbeit. Aber dafür lassen sich die Rüstungen auch wirklich sehen. Die Männer scheinen gut geschützt. Du brauchst Gummis Schlüssel und nein, das alte Lager ist optional sogar. Ja, Junge, du musst halt ins alte Lager, um Stone dazu holen, weil er dann im Kerker ist, das meine ich. Aber ja, es ist optional. Okay, du brauchst also den Gummis Schlüssel. Ja, okay, dann musst du Gummis voll wegcracken. Oder Taschendiebstahl nutzen. Aber weiß ich nicht, du. Wie sinnvoll das ist. Haben allein die Aggro zu verlieren und sich dann anzuschleichen, ist ja schon giga schwer, wenn nicht unmöglich bei diesem Jungen. Weil der sitzt ja auf seinem Thron. Und ob du jetzt von dem einen Eingang neben dem Thron kommst, sieht er dich instant. Und wenn du von dem anderen kommst, kannst du halt nicht irgendwie hinter ihm kommen. Ich glaube, du kannst sogar Gothic 1 durchspielen, ohne einmal das alte Lager betreten zu haben. Bin aber unsicher. Das kann sogar sein. Warte. Auch nicht gerade billig, deswegen könnten wir nicht jeden damit ausstatten. Aber mit der Zeit wird man wohl mehr und mehr davon sehen. Die Rüstungsschmiede ist recht anspruchsvoll, was Materialkosten und Vielfalt der benötigten Rohstoffe angeht. Sicher lohnt sich. Das Geschäft dementsprechend auch. Digga. Junge, Level 10! Alter, wir sind einfach der fähigste Bergbaumensch der Welt. Oh, da ist nichts mehr drin. Ist hier noch was drin? Jo. Das Geld könnte besser laufen. Immerhin will man in der Stadt auch nicht auf den Leim gehen. Ja, Rine, es ist nicht so schlimm, dass du erst Level 61 bist. Irgendwann erreichst du Level 10 auch. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich glaube, man muss wirklich das alte Lager nicht betreten, ne? Weil die Hauptquest kannst du ja theoretisch komplett im Sumpflager machen. Kannst du im neuen Lager beitreten? Du musst auch nicht unbedingt das mit der alten Mine machen, ne? Für das neue Lager. Ach sonst, du kannst einfach dich dem Sumpflager anschließen, theoretisch. Ich weiß auch nicht, Digga. Junge, kräftiger Schlag. Jetzt gibt's aber ordentlich auf die Schnauze. Was hat Redis gesagt? 112? Die Stadt bezahlt vieles, was das Regiment beansprucht wird. Wie lange seid ihr schon hier? Erst einige Monate. Hm.
Aber langsam lebe ich mich gut an. Schön zu wissen. Naja. Ich dachte ehrlich gesagt, dass die Stadt alles für das Regiment bezahlt. Immerhin gehört es dazu. Das neue Lager musst du, glaube ich, ins alte Lager entweder Mordred brauchst oder die Liste. Ah, Digga, ja. In dem Fall musst du dann halt als Sumpfi durchspielen, weil dafür musst du safe nicht ins alte Lager. Das ist ja direkt die Hauptquest, dann kannst du das machen. Und ja, Digga, du musst nie ins alte Lager, das ist voll geil. Wollen wir mal kein alten Lager-Run machen? Zuerst kann man es mit dem Charmzauber, aber weiß ich, ob du genug Quests machen kannst fürs neue Lager. Ja, ich glaube die Quest mit Baal Netback. Ne, nicht mit Baal Netback, sondern mit. Wie ist der junge Baal Isidro? Der Säufer da. Ich glaube, wenn du Olaris das Erz dafür gibst, dann kannst du auch beitreten, oder? Guck mal, der wäre von jedem Regimentler persönlich bezahlt bisher. Kostet ja auch nicht sehr viel. Baal Isidro, ja, danke. Genau den meine ich. Ah, jetzt habe ich wieder Schmacht auf Gothic 1, Leute. Da habe ich Bock. Eine Kapuze wäre praktisch. Wenn es regnet. Was kostet eine einfache Kapuze bei euch? Ja gut, guck mal, eine Kapuze brauchst du ja auch nicht unbedingt, ne? Also so eine Rüstung und vielleicht eine Waffe ist ja legit, dass du die vom Regiment gestellt bekommst, oder? Aber das ist dann ja halt auch, ne, für die Stadt. Aber ansonsten, da eigentlich gar nicht so sehr. Mehr als die Rüstung und die zugehörige Kapuze verkaufen wir nicht in der Regel. Krise, Mann. Isidro, ja, genau, genau. Habe ich doch auch gesagt, ne? Ich habe es falsch gelesen, aber richtig gesagt. Junge. Für das Regiment, versteht sich. Aber glaube, wenn du den Charmzauber bei Baal Isidro machst, hast du nicht genug Quests für den Beitritt. Das kann durchaus sein. I don't know. Auf jeden Fall hat das neue Lager die coolste Anfangsrüstung, finde ich. So. Diese leichte Banditenrüstung, die ist einfach nur geil. Juck mich nicht als Lager for the win. Ja, okay. Das Lager macht aber einfach Bock. 50 Taler. Braun, blau, rot und grün stehen zur Auswahl. Das Regiment hat eigene Kapuze im Rang entsprechend. Oh, okay. Das heißt, ich kaufe dann eine Kapuze, wenn ich mich dem Regiment anschließe, wahrscheinlich. Ah, gut. Ich komme vielleicht auf euch zurück. Mach nochmal den. Euch zurück. In einer Kapuze. Da brauchst du keine Kapuze. Ja, aber ich hätte gern eine Kapuze. Und vielleicht hat er da ja so Special Regiment Kapuze, wie es scheint, Alter. Die hätte ich gerne. Ich wäre auch eher bei Team Altes Lager, aber ich nehme es hier trotzdem genau. So schreibe ich es dann richtig oder lasse es. Boah, alter Tor, ey. Spittet hier erstmal ein paar Facts, ja. Ja. Es sieht schon schön aus, dieses quasi das blaue. Dieses grüne. Türkise? Türkise, ne? Ich würde sagen, das ist Türkis. Junge, Level 11, geil. Und kommt ihr hier aus
der Gangs. Kommst du von hier oder nicht, Digga? Digo, Milton, Lester und Garm. Garm heißt der letzte Freund, ja. Ja, ja, das sind die Freunde des Helden, glaub mir. Ach, ihr werdet groß geschrieben, ja, ist egal. Ist egal, Digga. Oh, Leute. So sieht's aus. Manchmal muss man einfach ein bisschen knechten hier. Aber ich bin schon sehr froh, dass wir hier so einen Folgen haben, mit dem wir noch ein bisschen plaudern können. Ein bisschen Roleplay machen können in der Mean-Zeit. Beim letzten Mal hat ja gar keiner Bock, mit uns zu reden, Alter. Einfach keiner Bock. Boah, die waren halt zu weit weg oder so, irgendwie so. Immer am Knechten, die Jungs. Na, ich bin vor 4 Jahren hier aus Metall angereist, als die dunkle Welle losging. Ah, dann seid ihr ja. In der Ruhe, dann komm. Weil er dort auch Rüstungsbauer. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Genau. Einfach mal haben. Immer diese Ladies in Gothic 1. Ich habe mir mal dieses Gothic-Hörbuch reingezogen, das es auf Netflix gibt, was prinzipiell sehr cool ist. Aber da ist es so, dass Velaya, also die ja eigentlich im Spiel nur diese Sklavin ist von Gomez, eine richtig krasse Rolle hatte und so ein Love Interest für den Helden war. Und dann war sie Teil der Freunde und so. Und das war halt alles irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen befremdlich war das. Weil es halt im Core-Ding nicht so ist, aber... Der andere Seite ist eigentlich ganz cool gewesen. Es hat schon reingepasst, dass da eine Frau mit in dieser Gruppe war, aber wenn ich so bedenke, so es sind alles horny Männer in dieser scheiß Barriere und dann ist da eine Frau, die da sich einen Namen macht, weiß ich nicht, Digga. Dann kommen wir, das ist schwierig. So, hat einfach immer Hard Mode, ja. Das macht aber keinen Sinn, Sobo, weil Velaya erst in die Barriere geworfen wurde, als der Held auch reinkam. Ja, ja, stimmt. Das wurde gar nicht. Also im Hörbuch war das halt nicht so, da war sie schon länger da als er. Keineswegs wäre der Sohn des Schafshirten, der im Krieg zum Soldaten durch Robo einberufen wurde. Aber hier auf. Eskalon, hattet ihr genug vom Kämpfen? Deswegen ist das Hörbuch falsch, ja. Es ist trotzdem ganz cool. Ich habe mir auch komplett Gothic 1 reingezogen. Der macht ja jetzt auch Gothic 2 direkt, der Bruder, der das vorspricht oder so. Aber... Hat mich dann irgendwie auch nicht mehr so gecatcht. Ich weiß auch nicht, leider. Habe mich nicht so krass abgeholt, keine Ahnung. Gerne mal eine Mod mit einer alternativen Geschichte oder dass man irgendwie eine Quest hat mit den Ladies oder so. Ich glaube, in irgendeiner Gothic 1 Mod war es so, dass man die irgendwie retten kann, die Ladies. Und dann kann man die zu Verbündeten machen und denen Rüstung und so geben und Waffen und dann können die mit einem rumlaufen und miteinander kämpfen und so. Das ist dann wieder cool irgendwie. Aber beim Hörbuch habe ich es echt nicht so gefühlt. Weiß ich nicht. In einer Gothic 2 Mods, ich weiß gar nicht mehr in welcher, konnte man auch Velaya rekrutieren. Da war die irgendwie auf Onas Hof am Arbeiten und dann kann man die irgendwie mitnehmen oder so. Geh weg, du bist jetzt ein Ausgestoßener für mich. Okay. Tor wird einfach Watras.
Ja, aus Kanter, weil man Schafe hütet, Wolle schneidet und Milch von diesen Tieren meckt. Und natürlich das Pflanzen und Ernten von Gemüse, das haben mein täglich Brot im Etana. Eine ehrliche Arbeit. Und einige Mods mit Velaya. Ja, Velaya ist unser Girl. Velaya ist unser Girl einfach. Nostalgic Edition ist Velaya im Deck des Turm und Shani im Tempel des Sumpf. Lara und beides sind Gefährten. War das die Nostalgic Edition? Kann sein, dass ich die gezockt habe. Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe die Nostalgic Edition gezockt. Also nur für mich. Ich habe sie nicht gestreamt oder so. Hab einfach Bock zu zocken. Habe ich die Nostalgic Version gespielt. War, fand ich ziemlich gut. Ach, Matt in der Stadt. Ja, genau. Als er gestorben ist, hattest du Zombie-Matt. Oder gab es auch diese eine Lady Tora oder so von dem Sequel, was nie rauskam. Die gab es in Orders Kneipe. Ja. Oh, Junge. Level-Up-Ära. Wer kämpft? Wir müssen ja aufpassen, möglichst wenig zu kämpfen. Die Orks waren in der Übermacht. Es gab wohl ein Update, dass man Mudder als Untoter wiedererwecken kann. Ja, genau, das habe ich auch gegamed mit dem Update. Kommt noch ein großes Update, weil sie es hier schon bekommen hat. Und Fred ist der Begleiter, gesagt, das Turm als Skelett. Ja, genau. Und das Coole war, die Begleiter haben so mitgelevelt, ne? Mit dir. Das war schon cool. Ja, das ergibt Sinn. War noch schlimme Zeiten, aber hier haben wir die Echsenwesen, die auch nicht viel freundlicher sind. Der Kampf zum Berlin wird wohl noch eine Weile dauern. Ich denke. Kampf ums Überleben. Ist überall vorhanden. Hier hat man wohl im Vergleich zum Rest der Welt noch gute Chancen. Okay, den habe ich nie mitbekommen, den Krallen-Schattenläufer-Begleiter. Das war in der Varus Biker Edition, glaube ich. Von wo kommt ihr? Auch aus Meritana. Aus der Hafenstadt. Corines mit der. Nee. Von einer Insel. Des Königreiches. Ja, es brauchte zwar ein Jahr für mich hier, aber dann entschied ich mich aufgrund der vielen Ruhe, die man zwischenzeitlich doch hatte, hier zu bleiben. Sogar wieder Feste feiern momentan. Und das trotz der Schattenkreaturen und Echsenwesen. Bedeutet schon viel. Ich will gar nicht weiter nachfragen. Gut. Mir ist auch nicht wirklich danach. Danach davon zu sprechen. Wird aufzuhacken und wischt sich Schweiß von der Stirn. Puh. Was haben wir denn so? 44 Quarz, komm, ist gar nicht so bad. Und Kohle und ein Bergkristall, das gebe ich alles den Brudis. Boah, lass mal was trinken, Leute. Leider war Charlie nur im Minental. Ja. Die büllert halt so rein mit ihrer Magie. Ja, das war schon echt geil.
Das war so eine richtige Risen-Shine. Hier auf Escalon bekommt jeder eine Chance. Ich habe benutzt die Weise. Was habe ich vor? Es wäre schön, die Vergangenheit hinter mich zu lassen. Aber letztendlich ist sie nun mal ein Teil von mir. Jokes on you. Warum? Sehr verwirrt. Kann ich nur empfehlen, eure Füße in der Stadt zu behalten. Ah, vermutlich habt ihr auch nichts anderes erwartet von einem Städter. Nun. Das habe ich tatsächlich auch vor. Allerdings würde ich mich gerne dem Regiment anschließen. Das wäre geil. Jetzt können wir eigentlich mit Recker mal reden, aber ich will auch kein unhöfliches Arschloch sein und einfach Fulton hier allein lassen. Gibt uns Schutz, den wir brauchen. Ja, ja, die Allianz. Wohl wahr. Erst gestern eine gute Idee, wie ich finde. Erst gestern habe ich von einem Ordenskrieger erzählt bekommen, wie sehr dieser Ort von der Allianz profitiert. Mach sie Kosa! richtig angepisst sein und dann einfach zum Sumpf gehen. Aber wissen wir ja nicht, ob der das macht. War ja nur ein Späßchen. War ja nur ein kleiner Jocke, ne? Ich sag da eine Miene, ihr macht das alle wirklich großartig. Klasse, ihr könnt stolz auf euch sein. So eine Edelfrau, ohne Scheiß. Wirklich erstaunlich, dass das jemand sagt. Ist hier eine Bank in der Nähe? Corsair sucht einfach direkt die Sparkasse, Alter. Ja, das war Mann, der viel darüber sprach, wie ja, sein Mann, der das letzte Stadtfest als Beleidigung auffasste. Nein, leider nicht. Damit würde Boden sein. Gut zu hören, dass sie uns schätzen. Immerhin könnten sie vermutlich, sobald ein weiteres Heer hier eintrifft, spätestens dann und alles ohne Gegenwehr zu erwarten, übernehmen. Das geht aber immer gut an. Bestimmt. Ja, vielleicht. Zusammenarbeit. Sicher der. Was ist der Weg bei diesen Gefahren. Großartige Arbeit, Grand Perra. Was? Das ist eine Edelfrau. Puh, da hätte mein Arsch auch schwer. Erstmal eine Pause machen. Belohnt, falls jemand fertig ist und wieder an die Luft will. Vielen Dank, ich lasse meinen Beitrag gelächelt. Mm-hmm.
Oh ja, Leute. Die Inquisition ist eine Elite-Truppe, die wollen sicherlich ungern die Wirtschaft der Insel führen. Da überlassen sie uns die Freiheiten, denke ich. Dann gibt's denn. Wobei sie natürlich auch von den. Von den Waren der Insel profitieren würden. Ah, es gackt in einen Sack. Mir tut es vollkommen gleich. Nur oh, etwas Kraft stecken in den alten Knochen. Aber wenn es nur zum Hackgeschwing reicht. Ho, 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 ho. Liga. Ein frischer Apfel, spritzig und sauer. Köstlich. Liga ist unter ihrer Kontrolle. Ich denke, sie wollen zumindest für einen Härtefall Nahrungsversorgung selbst sicherstellen. Aber sicherlich brauchen. Sie auch. Der Bahnhof, der einzige Stadtgott, meinte ich. Stahl und Holz für ihre Waffen. Den Rüst bekommt ihr schon hin. Elite-Truppe. Schultert den Sack. Ich weiß, war der Stern. Haben wir aus der Regeneration? Nein, obwohl wir Wasser getrunken haben, krass. Moment, lass mich noch umziehen. Wie gerne reckern. Entschuldigt. Ich habe es doch richtig verstanden, dass er Mann. Wird eh schon knapp. Ja, okay, ich rede ihn später an. Aber ist schon richtig, ne? Verstanden. Wir gehen erstmal zurück zur Stadt. Gut an die anderen in der Stadt. Das ist aber nett von dir, Söhnchen. Der ist einfach so ein süßer Opa. Da sehe ich ihn. Wollte ich nur vorlassen, groß würde ich hin. Danke, nimm das Silber entgegen. Und ihr wird alle wirklich prima. Die Republik ist stolz auf euch. Mignon. Danke für die netten Worte da drin. Dir die obligatorische Facke, wenn ich bitten darf. Natürlich, Herr Hauptmann. Euer Lob versüßt meinen Tag wie eine Waldbeere, Frau Johanne. Das ist ein Edelmann. Ach ja. Spalt das Volk und die Dame trägt einen Ring am Finger. Das war also ein richtiger weißer Ritter, Digga, ne? Also das eine Mädel hat er dann verteidigt, jetzt auch noch hier. Johanna, Junge, hebt die Braue. Ist ja kein Hindernis. Ach Mann.
Friedrich, das sind ja ganz neue Töne. Ein Grund, aber kein Hindernis, wohl wahr. Ach ja. Doch, zu Antor. Mit wem seid ihr denn liiert, Frau Joanne? Mit Georg. Georg haben wir auch noch nicht kennengelernt. Georg, sag mir was. Alles mit dem Oppi da? Georg ist ein Sumpfler. Ach, cool. Was geschah? Ich beeile mich. Entschuldigung. Ist der Caudera aus dem Sumpf? Es gab aus jemand ein guter Jäger. Dürren hat gesagt, kein Tier umsonst sterben soll. Ah, Ehrenmann. Antor, die Büsche. Krautdreher? Habe ich mich wohl doch vertan. So ein bisschen Kraut gönnen, Leute. Irgendwer ist hier irgendwas. Lass lieber weitergehen. Trotzdem habe ich mir den Tag. Oh, da hat meine Axt in sicher gespawnt. Okay. Das war anscheinend ein Supporter-Boy. Yo, Logan. Hallo, Logan. Was machen wir hier, Jungs? Sind wir schon los? Junge. Ach, jetzt ist auch egal. Beim Sumpf ein Georg und dann ein Georg. Wenn der eine nicht da ist, schicken wir einfach den anderen. Wird den uns schon nicht merken. Witzig. Oh, jo. Ey, danke fürs Warten, Durak. Ich hab meinen Chat gelesen. Ich glaube, im OG-Risen gibt es hier Moorleichen. Deswegen denke ich mir so mal, Digga, hier sind irgendwo Untote in dem Dreck. Gar kein Bock. Oh, ist ein Sumpf, Junge. Oder ist das ein Rottwurm hier? Wild. Ist ziemlich weit aufgestiegen beim Don. Ich glaube, der ist der oberste Werker. Tür und Sumpf, Freunde. Moorleichen gibt's noch nicht, aber Kristallzombies oder so. Okay, krass, Digga. Ja, Moorleichen denke ich direkt an Risen. Das ist so ein typischer Risen-Gegner. Wer genau ist eigentlich der Don? Interessante Frage, Digga. Die kurze Version: ein korruptes Aas. Okay. Ein richtiger Hater. Das war ein ehemaliger Gouverneur, ein Field de Putter, ein korrupter Vouvour. Fils? Fil was? Vouvour. Was ist ein wilde Pu? Ein Uhrensohn. Die ist so geil, ne? Okay, verstehe.
Was ist Wurfer? Uhrensohn? Geil, das gibt einen Report. Ein Uhrensohn. Aus eurem Mund geht eine Beleidigung witzig, Frau Johanne. Ja, kein Schatz. Das heißt Uhrensohn. Oh, Mann. Muss er den Degen von Johanna etwas? Zeig mir deinen Degen, Schatz, rein. Hat einen stinknormalen Degen. Der stinkt so normal, ist der. Wahrscheinlich stinkt so ein Ding wirklich, so nach Innereien und Shit von Zeug, das man getötet hat. Oha, Logan Cloud, bestimmt. Das ist ein Diebstahlwurf. Blinkt der doch die ganze Zeit darauf. Das könnte man ein bisschen interpretieren, weil sie den so an der Seite hat und ihn dazu anhalten, dass er aufhören solle, auf ihren Arsch zu gucken. Richtiger Gaffer, dieser Logan. Da sind wir wieder, Mensch. Das ist doch schön. So, dann rüsten wir mal den Stock wieder ab, ne? Der Kick, der aussieht wie Torben, ist also der Dogra. Ja, hallo. Möglicherweise. Richtiger Keck. Sind ja fast da, lächelt. Jo. Dann stell euch mal schön eine Reihe. Versucht diesmal nicht von der Stadt herumbringen zu lassen. Jetzt ja gut. Mal schauen. Okay, dann geben wir den Jungen. Mir reicht Antwort sein Geschafftes. Dreht. Quaritz 44, Trait Bergkristall 1, Trait Kohlebrocken 18. Reicht, ne? Mehr habe ich nicht, ja. Wer ist die Sabrina wohl? Anscheinend jemand, der auch Classic Corinus gespielt hat. Oder gesehen hat, wer weiß. Spitzhacke noch. Ah ja, ja, ja. Dredge. Spitzhacke. Eins. Ich liebe sie. Danke. Mir reicht auch seine Spitzhacke. Ah, richtig. Ja, guck mal, 20 Euro. Ich habe 10 heute ausgegeben, ist schon nicht schlecht. Garmcard direkt.
Wenn du sie nicht besiegen kannst, schieß dich ihn an. Darum kam diesmal Regimentler. Ganz genau. Oder man geht auch zu den anderen Fraktionen. Dann können sie dir nicht verletzen, Digga. Ja. Oh nein, Digga. Weil als schon mal einen erholsamen Schlaf den Nachtnick zufrieden. Mega ein Falken. Gleichfalls. Schön, dass die Hacke ich ebenso hervorken. Da muss mal Saya getötet werden von jemandem vom Hof. Ja, okay. Rin ist ja wieder einfach nur komplett Blut vergießen sehen, ne? Der Junge will einfach nur Stress. Nur Stress. Everyday Stress. Nur Rumgefetze hier. Ist es mit Thor oder mit Manu oder mit anderen Leuten? Immer Stress, Digga. Wenn das Manu da zum Sumpf geht, weil er uns nicht besiegen kann. Sumpf ist besser. Ganz bestimmt ist er das. Wir gehen trotzdem nicht zum Sumpf. So, gucken wir mal, ob wir gleich nochmal mit Treckern reden können. Das ist so relativ cool. Kannst du auch einen Twink machen? Ja, mache ich vielleicht. Mal gucken. Und die Spitzhacke und die Beute mit seinen Geschärften. Thor ist GMP frei und bleibt es auch erstmal eine ganze Weile. Ja, aber im Chat hier fetzt du dich trotzdem mit anderen. Was nicht schlimm ist, das fällt mir nur auf. Folgt mir ein Silber von Anton. Man sieht sich, wer der Plebeier, Regiment und Bürger. Ja, auch rein, Diggi. Aber dir und nicht dem GMP geschuldet, Dogra. Ich habe damit nichts zu tun, ja? Ich habe damit nichts zu tun, wirklich nicht. Weil sonst kein Ding mehr gibt, worum für die Wahlen gehen. Gute Arbeit. Ein Anliegen hätte ich noch. Habt ihr kurz Zeit? Gern mal reckern. Das gegen einen Bogenschießstunde hätte ich nichts, Digga. Der will einfach direkt wieder Stats abholen. Johanne, weil sie meinen Uhrensohn genannt hat. Ja. Für die Republik und alle unsere Nachtherrschaften. Ja, Ehre. Ja, boah, Junge, ich kann auch nicht mehr schreiben, Leute. Gute Nacht zusammen. Hey, morgen geht's also um die Uhrzeit stattfindet, 20 Uhr. Da kann ich leider nicht. Nein, es geht um etwas anderes. Habe ich richtig? Was gibt es? Wie ist dein Name? Mein Name ist Garm. Habe ich korrekt gehört, dass ihr Hauptmann Reckern seid.
Ach Leute, ich hatte immer nervös bei Bewerbungsgesprächen, Digga. So ist er jetzt dann gleich. Was, also, was gibt es? Hauptmann. Ich möchte mich... für den Dienst beim Regiment bewerben. Gerne würde ich der Stadt als Wache dienen. Oder dienen und... Ja, nix und. Mal gucken, was der Junge dann sagt. Ja, sprechen wir mal an. Für Aufgaben, dann sehen wir weiter. Jawohl, Hunter. Der Junge braucht deine Zustimmung, Fenrich. An der Aufgabe und dann sehen wir weiter. Von ihm her ist er der Fenrich. So, von Reckern. Soll ich ihm jetzt einfach geben? Gönn den Jungen doch, was ist los? Folgen hier noch. Bin schon längst Follower. Ey, was geht, Mann? Freut mich. Hi. War ein cooles Gespräch, was wir geführt haben mit der Mine. Grüß dich zurück. So, nun, wie lange bist du schon auf der Insel? Schätze. Guck mal, sich erst am Durak. Kam. Gönn doch! Gönn doch, Bruder. Aber Kritteraufgabe wäre sicher gut. Nicht allzu schwer. Es ist schon recht lange Anwärter. Ich bin erst wenige Monate auf der Insel. So. Durfte ich schon. Hey, das ist ja nicht die Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob er mich oder Dura gemeint hat, deswegen machen wir mal. Ha, Namenswetter, ja, true. Das sind beides Manus. Steht stramm vor Antor. Könnten wir auch machen, aber das ist ja erstmal ein spannendes Gespräch. So, Manus, ich kann jetzt zu dem Manu mobben, ohne Missverständnis. Oh nein. Vielleicht hat er als Organisator für die Minengänger, ruft der Antor ein. Nee. Tja, Rine, es würde mir stinken, wenn ich du wäre. Woher kam das nochmal? Eine wichtige Person hier vertraut gemacht? Den Gesetzen? Ja, ja. Ich sprach bereits mit dem Gouverneur. Der Frau Armbrustmacherin. Und dem Herrn Schreiner. Die Gesetze der Insel. Ach, Digga, der haut einfach rein. Direkt Rage Quit. Also meine Kleidung, geh weg. Rapu. Erscheint mir logisch. Das macht doch nicht so einen Druck, Hauptmann. Schmunzel leicht.
kommt nächste Woche nochmal auf mich zu. Ich bräuchte da aber was Hilfe. Jawohl, Herr Antor. Ganz Bambusleitung einfach. Okay. Passiert wohl öfter. Kein Bock mehr, weil du so langsam schreibst. Ey, Digga, ich muss ja überlegt mich artikulieren, ja? Mach keinen Miesen. Oder wegdrehen. Schönen Abend ja noch, du Arsch. Guck mal, was für eine sexy, geile Rüstung dieser Junge da trägt, ja? Das ist einfach nice. Oder ist noch was? Du hast auch alles andere gesprochen, wenn du dich erst... Digga, ja, richtig. Richtig, danke. Dann schreibe ich noch dazu. Oh, Herr Kommandant Alessandro. Ehre, Mann. Stimmt, hab ich. Aber, ist das schon ein Weilchen her? Mal gucken. Jetzt fragt es Alessandro und der fragt, ob er sich noch an mich erinnert. Für die Republik, Digga. Oh, C-Infrastruktur, mit Cousin hast du gesprochen. Ja, ich habe nur Hallo gesagt, ja. Ja, aber das ist etwas, was ja hier Gaben wissen würde. Oh, ist ja nicht. Gönn doch die geile Rüssi, bitte. Ich finde auch blau und rot ist aber eine geile Kombo, Leute. Ich finde die Rüstung einfach richtig cool. Diese Jungs sind gut ausgerüstet, würde ich damit sagen. Weil LP-Wissen von Garm. Ja, genau. Ganz genau. Also mach keinen miesen Rines jetzt, ja? Wie gesagt, der Junge will nur Stress. Der Garm im Darm. Hoffentlich hat er keinen Alarm. Ah ja. Ja gut, aber ihr Lieben von YouTube, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Schaut auch in der nächsten Folge gerne rein. Bitte kommentiert, bitte macht doch, drückt doch jetzt einfach auf Daumen nach oben jetzt. Was los? Bitte macht das doch. Und drückt auf Abonnieren, ja, um nichts zu verpassen. Und ja. Wenn ihr selbst Escalon mal spielen möchtet, schaut in die Videobeschreibung, da verlinke ich das Forum, da kriegt ihr alle Informationen, die benötigt sind dafür und ja, folgt auch gerne auf Twitch, dann könnt ihr euch öfter gönnen, mehrmals am Stück und dann verpasst ihr nicht, dann seid ihr immer direkt aktuell, ansonsten könnt ihr natürlich auch hier weiter gucken. Aber vielen lieben Dank fürs Zugucken und haut rein. Ciao.